Servus, liebe Leute. Heute schauen wir uns mal an, was der Mini-Packer taugt. Der ist nämlich meiner Meinung nach einer der overpoweredsten Karten in diesem scheiß geilen Spiel. Wir schauen uns mal an, drei Replays. Mal schauen, ob er was taugt oder ob er hart beschissen ist. Er ist natürlich der Wahnsinn, der absolute Hammer. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber Jungs, Mädels, überragend. Überragend, kann ich da nur sagen. Hawk Rider, das geilste, Hawk Rider. Da muss ich auch nochmal ein extra Video machen. Bin gespannt, wie das Update aussehen soll. Dafür muss ich noch ein bisschen recherchieren, was das Update mit sich bringen wird. Aber was ich bereits noch erwähnen wollte, ein Gewinnspiel läuft gerade bei Prozedur COC, Clash Royale, beziehungsweise. Schaut da vorbei, ihr könnt 100 Euro gewinnen. Zweimal 50 Euro, also ihr könnt 50 Euro gewinnen. Macht euch zwei Accounts, dann könnt ihr ein bisschen mehr gewinnen. Und ja, warum denn nicht? Bei mir gab's das schon mit der Verlosung oder nicht? Ich weiß gar nicht. Muss ich noch gucken. Vielleicht habe ich es in diesem Moment gerade hochgeladen oder auch nicht. Okay, ich höre jetzt auf, wieder riesen Spaß, die zu sein. Hochgeladen, Alter, Junge. Hier, ihr seht es, mein Schweinereiter, der leistet gute Arbeit. Sehr, sehr stark, der Schweinereiter. Das muss man auf jeden Fall mal lassen. Und übers Update würde ich sagen, reden wir einfach in einem der nächsten Videos. Das ist ganz logisch. So, ja. Will ich jetzt eigentlich gar nicht so dramatisieren drüber. Nachher kommt's so nicht oder dann macht ihr mich verantwortlich. Das wird einfach einer der nächsten Folgen. Eine Update-Idee. Ich habe hier gerade schon welche im Blick. Ein paar Update-Ideen. Warum denn nicht? Kann man auf jeden Fall mal reinbatschen. Aber was meint ihr eigentlich zu meiner Taktik? Ich zerstöre den Gegner ja ganz schön heftig und ja, wenig Chance hat er eigentlich auch noch. Sieht auf jeden Fall richtig lässig aus, was wir da veranstalten. Hier zum Beispiel, ich habe schon, wartet, 1, 2, 3 Update-Ideen gefunden, die mir so prompt ins Auge springen. Die werden dann kommen, also 1, 2, 3. 3 hätte ich und vielleicht bringen wir die einfach mal rein. Keine Ahnung, schauen wir auf jeden Fall mal, was da sich so ergeben wird. Aber jetzt widmen wir uns lieber wieder dem Gameplay, das ist eh viel wichtiger. Und ich schieße einen Feuerball, der ging komplett daneben, der war gruselig. Für den sollte ich mich eigentlich schämen. Naja, war okay. Kann ich gerade noch so mit vereinbaren, aber eigentlich darf sowas nicht passieren, aber schade. Passiert im Besten auf jeden Fall. Erster Fight schon mal vorbei. Springen wir doch glatt einfach mal in den zweiten Fight. Was oder was meint ihr? Ja, zweiter Fight gegen Tree, gegen den Baum. Was? Es gibt ein Baumlogo fürs Wappen? Nein. Harder nicht. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Und mein Gewinnspiel wird gleich hochgeladen. Es ist zwar schon 17.36 Uhr, aber das ist mir eigentlich scheißegal. Aber das wird schon. Bin gerade dabei, es zu rendern und ich würde es gleich hochladen. Mal schauen, ob das läuft. Während der Aufnahme mache ich es natürlich jetzt nicht. Ich tue es gerade nur die Texte schreiben, nebenher ein bisschen, warum denn nicht? Verlosung, was auch immer, was sich da dazu gehört. Ihr seht es ja selber, der Packer rasiert einfach alles. Wenn der ein Tower ist, wir müssen gleich mal schauen, wie viel Schaden der macht. Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Weiß nicht, ob er mehr Schaden macht als der große Packer, ob er weniger Schaden macht. Was klar ist, er macht natürlich weniger, steckt da natürlich ein, weil er weniger Lifepoints hat, aber das ist ja natürlich klar, schon schwerer, nicht nur mit 4 Elixier dabei, sondern bei satten 7 wie der große. Ja, da kann man auf jeden Fall nichts dran rütteln. Ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingskarten momentan. Das ändert sich natürlich auch stets und ja, man muss einfach selber wissen, wie es so aussieht und ja, bin guter Dinge, dass alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Die mit Musketier-Taktik habe ich schon länger nicht mehr getestet, die, ja, weiß nicht, kann man vielleicht auch mal wieder testen und meine andere auch nicht. Da gibt so viele Optionen, Freunde der Krankengymnastik. Das können wir alles noch machen. Ah, ich habe mich Krankengymnastik-TV nennen sollen oder so, scheiße. Da bin ich nur nicht drauf gekommen, verdammt.
Nächstes Mal. Nächstes Mal komme ich da vielleicht drauf, aber dieses Mal leider noch nicht. Und ja, Video wäre jetzt öffentlich, falls es euch interessiert. Ist aber weitaus vor diesem Video, wo ihr jetzt gerade kommt, kommt es online. Also mal schauen, was es so gibt. Mini-Packer, leider kann ich nicht zoomen, das wäre überragend. Mini-Packer, komm, zieh, Mini-Packer. Ich könnte eigentlich auch die Replays im Querformat machen. Dann können wir es uns eigentlich schenken mit den Rändern. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie machen wir es. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir lieber quer oder das Format hier so lassen sollen. Keine Ahnung, müsst ihr selber wissen. Ich habe nämlich keinen Plan, wie ihr das mal haben wollt. Sehen wir einfach dann im nächsten Part. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich riesig interessieren. Also haut es auf jeden Fall mal rein. Und ja, vielleicht bei den 10.000 Abonnenten gibt es vielleicht mal eine Facecam. Oder ja, bei den 10.000 könnte man es einmal machen, warum denn nicht. Und wir haben den zweiten Fight gewonnen. Ich würde sagen, belassen wir es bei den zwei Fights, denn sonst wird es auch etwas lang. Und ihr seht, ich bin gerade nicht mehr in Knights of Honor und auch nicht in Slaves of Honor. Ich bin gerade in Fluvial oder Fluvial, keine Ahnung. Das mit Aussprache von so Namen, das war noch nie mein Ding. Okay, was geht da ab? Da wird auch eine Überraschung kommen. Da gibt's ein Clan-Turnier, das ich noch bestreiten will. Und ja, das war's dann mit meinem Besuch von Fluvial. Und wir schauen mal, ob wir das Clan-Turnier hier gewinnen können. Wie habt ihr eigentlich meine neue Serie Cash für Clash aufgenommen? Weiß nicht, ich nehme es jetzt ein bisschen vorab auf, weil ich eigentlich Bock drauf hatte, gerade aufzunehmen und dachte mir, warum denn nicht? Aufnehmen schadet nie was und wir schauen uns mal Mini-Packer an. 474 Damage, das Einzige, was mich jetzt interessiert. Und der Riesenpacker. Wie viel macht denn der? War der Riesenpacker? 495, also der macht einen Ticken mehr, aber ihr müsst überlegen. Er kostet 7 Elixier und der andere 4 und ist wesentlich schneller. Der andere ist so sau langsam. Und ja, das müsst ihr einfach euch mal im Kopf behalten. Das ist echt nicht einfach. Ja, dann war es das eigentlich schon fast für die Folge, oder? Was meint ihr? Habt ihr noch irgendwas? Nein, das war es eigentlich. Wollte ich zwei oder drei? Ach Gott, jetzt Pascal fangen wir damit drei. Wollte ich euch eigentlich mal nur kurz zeigen, die Taktik ist richtig episch. Also wenn ihr wirklich eine Taktik sucht, hier im Hintergrund seht ihr es ja. Benutzt die Taktik, damit rasiert ihr eigentlich ganz gut. Gefällt mir gut. Also Jungs, ich würde mal sagen, haut mal kräftig rein. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână. Trage buza peste dinți fraiere, cam am putut ca aia, deci puie bă. Te-am văzut la pisco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul ce pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Blocul pentru tine un sap pe verticală. Crești la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că îmbrac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci.